Stefan Simon am Ende 1-4 hier gegen Ehrenpfalz unterlegen. Wie fällt deine Zusammenfassung der 90 Minuten aus? Sehr enttäuschend, wirklich der auch peinliche Auftritt. Einzige Positive, was man rausziehen kann, ist bei allem Respekt, dass wir ein Tor geschenkt bekommen haben durch den Fehler der Hintermannschaft von Ehrang. Ansonsten hat man nichts zuzusetzen. Wirklich sehr enttäuschend auch. Wie bekannt, das Tor ja quasi geschenkt, kam dadurch nochmal ran. Wie weit war man der Hoffnung, dass wir in der zweiten Hälfte noch ein bisschen aufdrehen können? Ich hatte keine Hoffnung, ehrlich zu sein. Ich musste schmunzeln, dass wir das Tor kriegen. In den 2 Minuten hat sich das Spiel etwas offener gestaltet. Ansonsten sind wir permanent hinterhergelaufen. Ehrang wollte den Sieg 100-mal mehr als wir. Absolut verdient. Gratulation an der Stelle. Zu unserer Leistung gibt es keine positiven Worte zu sagen. Wie erklärst du dir jetzt den Leistungsabfall? Klar, auch mit dem Pokalspiel, ihr seid eingezogen ins Finale, aber dass ihr dann eben jetzt da viele Kräfte lassen musstet? Nee, würde ich niemals als Ausrede so sehen. Ich hatte vor dem Spiel den Eindruck, dass wir ein bisschen träge sind, hat aber auch gesprochen mit den Führungsspielern und gesagt, kann nicht unsere Ausrede sein. Genauso ist das Spiel gelaufen, genauso sind wir es angegangen. Blut leer, extremst enttäuschend, wirklich. Sehr schade, dass wir den weiten Weg auf uns genommen haben, um so eine Leistung abzuliefern. Musste dich bei jedem, ist auch immer so ein Ding, aber ja, jedem einzelnen Zuschauer entschuldigen, der hier hingekommen ist, den weiten Weg aufgenommen hat. Wirklich beschämt.